in unsere Gesellschaft integriert sind und ob sie selbstbestimmt leben können. Europa hautnah geht Kühe melken. Es geht um erneute Subventionen für die Milchbauern. Und entdeckt haben wir einen Kunstmarkt, der sich die Krise schönredet. Anfang dieses Jahres ist das UN-Abkommen zum Schutz der Menschen mit Behinderungen in Kraft getreten. Es verbietet jede Art der Diskriminierung. Menschen mit Handicap wird ein Recht auf ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben, auf sozialen Schutz und Zugang zur Bildung zugesagt. Dieses Abkommen, das derzeit von den EU-Mitgliedstaaten ratifiziert wird, ist überfällig, denn die Lebenssituation vieler Behinderter in Europa ist weit von dem entfernt, was die UN will. So hat ein behindertes Kind Pech, wenn es in Deutschland zur Welt kommt. Denn bei uns muss es in der Regel nach der Grund in die Sonderschule. Dabei erhalten 80% der Kinder und Jugendlichen, die diese Schulen besuchen, keinen qualifizierten Schulabschluss. Chancengleichheit sieht anders aus und wird bereits in Italien seit über 30 Jahren praktiziert. Jede noch so alltägliche Geste erfordert eine Menge Organisation. Der 18-jährige Luca leidet von Geburt an unter Muskelschwund. Aber sein Vorteil ist, er lebt in Italien, dem europäischen Land mit der besten Integration von Behinderten ins Schulsystem, von der Grundschule bis hin zum Gymnasium. 2% der behinderten Schüler müssen nämlich eine allgemeine Schule besuchen. Für Lukas Vater immerhin etwas. Wir bringen Luca jeden Morgen her. Wie andere Schulen in Italien ist sie behindertengerecht ausgestattet. Ich fühle mich an diesem Gymnasium sehr wohl. Es ist sehr behindertengerecht eingerichtet. Ich komme ohne Probleme von einem Klassenzimmer ins andere. Und wenn ich einen Stock höher muss, benutze ich den Aufzug. Ich fühle mich sehr gut integriert. Es gibt immer Freunde, die mir helfen. Das hier ist der Außenmeniskus. Er ist größer und robuster als der Innenmeniskus. Diese Schule ist eine der fortschrittlichsten in Rom. Die Integration wird von Konrektor Ottavio Fattorini koordiniert. Behinderte Schüler werden bei uns zusätzlich von Sonderpädagogen betreut. Dank ihrer Hilfe werden sie voll und ganz ins Schulleben integriert. Und das sind die Sonderpädagogen. Insgesamt 93.000 auf 190.000 geistig und körperlich Behinderte. Also ein Pädagoge für zwei Schüler. Für jeden Einzelnen entwickeln sie persönliche Ziele. Während Behinderte früher in psychiatrischen Kliniken wie dieser untergebracht wurden, besteht seit 1977 die gesetzliche Pflicht, sie ins klassische Schulsystem zu integrieren. Und zwar voll und ganz. Sogar in den theoretischen Fächern geht es um das Anderssein, wie hier im Philosophieunterricht. Normalität gibt es im Grunde gar nicht. Jeder trägt etwas Neues in sich, etwas Besonderes. Und es ist die Aufgabe der Gesellschaft, die Besonderheiten jedes Einzelnen zu respektieren. Im Schwimmbad. Dieser Pfiff ist nicht das Ende eines Wettkampfs, sondern er fordert die Schüler im Leistungskurs Sport auf, die Behinderten zu unterstützen. Gegenseitige Hilfe wird hier großgeschrieben. Das sind die Schüler der Sportsektion. Sie beteiligen sich zusätzlich zum Sportunterricht auch am Schwimmunterricht für die behinderten Schüler. Sie sind in einem Becken. Sie helfen den behinderten Schülern, schwimmen zu lernen. Natürlich unter der Verantwortung des Sportlehrers, der zugleich Sonderpädagoge ist. Bei dieser Tätigkeit sind die behinderten Schüler vollkommen integriert. Die Kosten für die intensive Betreuung 400 Euro für jeden Behinderten je Stunde. Das Beispiel der körperlich und geistig Behinderten Emanuela zeigt, dass es sich lohnt. Das ist das Ergebnis unserer Arbeit. Emanuela kann schwimmen, ohne gehalten zu werden. Weiter so, Emanuela. Der Mund schaut aus dem Wasser heraus. Doch geschult wird nicht nur die Motorik, sondern auch der körperliche Ausdruck. Jeder Schüler muss eine Situation nachspielen. Emanuelas Ziel ist es, vor den anderen zu sprechen. Mit
Ich fühle mich wohl. Man hat mir hier schon viele Sachen beigebracht, die ich vorher noch nicht konnte. Die ich an anderen Schulen nicht gelernt habe. Ich kann an einen anderen Platz gehen, wenn der Lehrer mich darum bittet. Ich kann alles zeigen, was ich kann. Luca möchte Filmkritiker werden. Auf diesem Gymnasium kann er sich in klassischer Literatur spezialisieren. Weil ich diese Schule besuchen darf, habe ich die Chance auf eine gute Ausbildung für meine Zukunft. Ich lerne, mit anderen zusammen zu sein und mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Seine beruflichen Träume zu verwirklichen, das scheint hier für einen behinderten Schüler nicht mehr unmöglich zu sein. Es gibt Dinge, die noch verbessert werden müssen. Schulen wie diese gibt es nämlich nicht überall in Italien. Das System ist nicht perfekt. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es recht gut. Es ist ein Vorbild für andere Länder. Jedem seine Herausforderung. Die des Autisten Nicolo bestand darin, singen zu lernen. Er hat es geschafft. Zum ersten Mal in seinem Leben. Damit auch behinderte Kinder sich ihre Lebensträume erfüllen können, brauchen sie eine gezielte Förderung. Die muss politisch gewollt sein. Darüber hinaus ist auch ein gesellschaftliches Klima notwendig, das behinderte Kinder und ihre Eltern nicht stigmatisiert. Nicht selten werden Eltern, die sich entschieden haben, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen, obwohl es noch die Möglichkeit zur Abtreibung gegeben hätte, für verrückt erklärt. Wir brauchen ein Klima, das beides ermöglicht. Die Abtreibung ohne Schuldzuweisung und Unterstützung für diejenigen, die sich für die Geburt eines Kindes mit Behinderungen entscheiden.